Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir machen mal wieder einen kleinen Abstecher nach Innsbruck und ich zeige euch ein paar Sachen zum Thema Stadtentwicklung. Wir beginnen mal hier rund um diesen Kreisverkehr und da werden wir das meiste Gebastel auch drauf konzentrieren. Ich habe zwar noch ein, zwei andere kleine Sachen getan, aber Bastelzeit-raffermäßig bleiben wir mal hier genau in diesem Bereich. Zunächst mal stelle ich mir hier zu den Wohnblocks dazugehörend ein paar Garagen auf. Das sind diese Garagenkomplexe von Ingo. Dazu gibt es ein paar Mauern, um hier noch so ein bisschen Grünfläche einzuzäunen, die halt auch zu diesen ganzen Wohnblöcken hier dazugehören. Der Kreisverkehr an sich, das ist alles noch so ein bisschen Work in Progress. Also wird sich noch etwas verändern. Diese Wege, die ich da reingezogen habe, haben mir im Nachhinein da nicht mehr so sonderlich gut gefallen. Das wird also nochmal ein paar Umbaumaßnahmen unterzogen und des Weiteren habe ich auch dann im Verlauf der Zeitraffer ein paar Besonderheiten mit eingebaut. Das Ganze hat im Übrigen auch so ein bisschen einen weiter ausführenden Hintergrund. Ich wollte schon seit langer Zeit mal eine Mitfahrt auf der Autobahn veranstalten, also wirklich auch über eine längere Distanz, ausgehend von Innsbruck bis nach Reichenbach runter und noch ein Stückchen darüber hinaus. Und problematisch daran war halt, dass ich einfach praktisch keinen fertigen Zugang zur Autobahn hatte, wenn man so will. Also da war noch nichts fertig gebaut und das war halt jetzt mal eine gute Möglichkeit, auf einem direkten Weg vom Hauptbahnhof über diesen Kreisverkehr dann direkt zur Autobahn zu kommen. Deswegen habe ich mich mal nur auf diesen Bereich konzentriert, habe geschaut, dass das einigermaßen in Form kommt, damit ich dann für die nächste Folge dann eben eine schöne Mitfahrt auf der Autobahn veranstalten kann, komplett durch fertig gebautes Gebiet. Und deswegen war es wichtig, diese ganze Ecke hier einfach mal ein bisschen in Form zu bringen. So, hier habe ich gerade noch ein paar Betonflächen geschaffen. Das wird auch gleich noch einen näheren Hintergrund bekommen. Das finde ich im Grunde genommen auch eine coole Idee, weil wenn man hier diese Fußwege andockt, ne, dann entsteht da diese komische kleine Bucht. Das sieht einfach nicht gut aus. Kann man ein bisschen kaschieren, indem man das einfach so quasi zubetoniert. Wird aber sowieso gleich nochmal alles komplett umgebaut. Weiter mit Verkehrsschildern. Das werden wir auch noch ein bisschen weiter ausführen. Also erstmal hier diese Vorfahrt-Achten-Schilder, dann kann man das Ganze ja noch kombinieren. Ne? Also Verkehrsschilder kann man ja auswählen mit und ohne Pfosten. Das heißt, da können wir hier noch diesen Pfeil drunter hängen. Sieht man ja auch des Öfteren mal. Oder wahrscheinlich immer bei jedem Kreisverkehr. Dann habe ich den Fußweg nochmal umgebaut. Ich wollte es einfach ein bisschen symmetrischer haben. Hat mir am Ende aber dann doch immer noch nicht gefallen. Also ihr seht einfach die ganze Entstehung von der Geschichte mit allen Umbaumaßnahmen. So, dann diese Pfeile hier. Auch das sieht man wahrscheinlich auch in jedem Kreisverkehr. Habe ich auf jeden Fall schon sehr oft so gesehen. Ich bin tatsächlich auf den letzten Autofahrten, habe ich einfach mal so ein bisschen drauf geachtet, was da genau für Schilder rumstehen und wo die genau stehen vor allen Dingen. Was für Schilder an dem Kreisverkehr stehen, das kann ich mir noch einigermaßen zusammenreimen. Aber wo genau die Position halt ist, solche Dinge weiß ich natürlich auch nicht auswendig. Dann habe ich angefangen mit diesen Verkehrsinseln mal ein bisschen rumzuspielen. Habe ich auch noch nicht wirklich viel damit gemacht. Das ist jetzt mal der erste Versuch. Wird aber auch gleich nochmal ein bisschen umgebaut. Ich habe dann noch eine etwas bessere Lösung gefunden, denke ich. Was hier zum Beispiel auch fehlt, das sticht vielleicht schon so ein bisschen ins Auge, das sind Zebrastreifen, also Fußgängerüberwege. Das liegt daran, dass ich eine Mod installiert habe, die halt bei den ganzen Vanillastraßen die Zebrastreifen entfernt. Was mir grundsätzlich ganz gut gefällt, weil das sind sonst einfach bei jeder Einfahrt, die man an eine Straße andockt, entsteht halt automatisch ein Zebrastreifen und dann hat man alle 20 Meter einen Zebrastreifen. Sieht nicht gut aus, aber hat halt den Nachteil, dass er mir genau hier fehlt. Deswegen habe ich den gerade eben mal an der Stelle einfach per Hand angelegt. Das Ganze dann kombiniert mit so einer Verkehrsinsel, wo praktisch dann der Durchgang entstanden ist und dann noch dieses Pfeilschild dazu. Und ich finde, das sieht doch ganz passend aus und ich denke mal auch einigermaßen realistisch. Nochmal dasselbe Spiel. Ich habe hier quasi vier Zugänge in den Kreisverkehr, also habe ich das Ganze viermal wiederholt. Hier seht ihr nochmal ein Beispiel. Passende Beschilderung dazu, die Verkehrsinsel mit eingebaut und ich finde, das ist eine saubere Geschichte. Ich blende mir natürlich auch immer die Lanes ein, also dass ich sehen kann, wo genau die Fußgänger die Straße überqueren. Und genau da platziere ich dann eben meinen Zebrastreifen. Per Hand ist natürlich alles nicht perfekt, aber gut genug, würde ich mal sagen. Dann Verkehrsinsel dazu und auch hier wieder dieses Pfeilschild draufgepackt.
Und ich finde, das passt schon. Dann auch hier nochmal so Pfeilschilder angebracht. Habe ich auch schon öfter so gesehen. Ist vielleicht nicht immer so, aber oft. Und am Ende habe ich diesen ganzen Fußwegkram wieder weggerissen, habe hier das Gelände so ein bisschen aufgeschüttet und habe einfach so eine etwas naturbelassene Gestaltung, könnte man sagen, gemacht. Also einfach nur begrünt, ein paar Blumen gepflanzt und so. Kann man ja auch wunderbar machen. Hier seht ihr, kreisrund, genauso groß wie hier die Innenseite ist und dann einfach verschiedene Blumentypen gemischt. Und um noch so einen kleinen Akzent zu setzen, hier noch so ein kleines Muster aus Sonnenblumen aufgepinselt. Also sehr simpel gehalten am Ende, ohne Fußwege, Klimbim, öffentlicher Platz oder irgendwas, sondern einfach nur ein bisschen das Gartenbaureferat mal kurz vorbeigeschickt. Und das sieht eigentlich ganz nett aus. Kann man auf jeden Fall so lassen. So, dann geht es noch ein bisschen weiter. Ich habe ja hier noch diese kleine Betonfläche. Da wollte ich einfach noch so ein bisschen Einzelhandel haben. Also hier ein kleines Restaurant. Da platzieren wir noch ein paar Heinis und nebendran ist ein kleiner Getränkemarkt. Gleich noch ein paar Sims verteilt, damit das Ganze ein bisschen lebendiger wirkt. Und ein Leica-Plakat dazu. Grüße gehen nochmal raus an Alpenheuler, der mir dieses tolle Plakat kreiert hat. Dazu noch ein paar weitere Werbetafeln. Hier nochmal so ein Stückchen Beton eingefügt. Sieht ein bisschen sauberer aus an der Ecke, finde ich. Dann hier nochmal ein bisschen Gartendeko bei dem etwas größeren Wohnblock, bisschen was für die Kids und noch ein paar Wäscheleinen dazu und noch ein bisschen Begrünung. So, dann haben wir den Bereich mal soweit fertiggestellt. Man könnte natürlich noch ein Bäumchen pflanzen hier in dem Kreisverkehr, muss aber auch nicht sein. Ganz schlicht gehalten und weniger ist ja manchmal auch mehr. Und im laufenden Betrieb passt da schon. Okay, dann widmen wir uns diesem Bereich noch, wo die Landstraße entlang führt. Das ist nämlich dann eben der besagte Zubringer Richtung Autobahn, der direkte Weg. Und entlang von dieser Landstraße wollte ich auch noch ein bisschen was hinbauen. So ein bisschen Kulisse einfach, damit wir dann in der nächsten Folge hier auch durch einen vernünftig ausgebauten Bereich hindurchfahren. Und nicht irgendwie durch eine halbe Baustelle. Also alles nochmal ein bisschen aufgepeppt hier in dem Bereich. Rechts, da seht ihr schon, da läuft die Autobahn entlang, da werden wir dann entlang düsen. Mit einem entsprechenden Vehikel natürlich auch. Bisschen was Schnelleres. So, dann hier um diese Wohnanlage habe ich euch auch noch nicht gezeigt, zeitraffermäßig. Habe ich aber, glaube ich, auch noch irgendwo rumliegen. Das ist halt irgendwie so eine alte Arbeitersiedlung, so ein bisschen kasernenartig. Das habe ich jetzt nochmal ein bisschen aufgepeppt hier mit Garagen. Dann setzen wir hier noch eine Leitplanke entlang der Landstraße, die hier aus der Stadt rausführt. Begrünen das Ganze noch ein wenig. Platzieren noch ein paar Bäume. Und recht viel mehr ist es dann auch nicht. Noch ein bisschen Texturen aufpinseln natürlich. Gemähtes Gras in dem Fall. Noch ein bisschen Asphalt dazu, hier im Bereich der Garagen und dort, wo halt Parkplätze sind. Und diese ganze Wohnanlage werden wir auch bei Zeiten noch irgendwie ein bisschen aufwerten und fertig bauen, ein bisschen detaillierter gestalten. Aber als Kulisse wird es für den Anfang erstmal reichen. Noch ein paar Autos reingeschmissen. Und dann war es das auch für den Moment. Und wir schauen uns natürlich noch ein paar Aufnahmen aus der Stadt an. Erstmal habe ich natürlich hier auf Höhe von dem Kreisel ein bisschen gefilmt. Ihr seht schon, ein paar Verkehrsschilder sind noch dazugekommen und ein paar winzig kleine Details. Zum Beispiel diese kleinen Pöller, wenn man das erkennen kann, hier auf der Verkehrsinsel. Die sind in dem Umlaufgitter-Absperrzeug-Set von Siri dabei. Dann haben wir hier schon direkt mal den Railjet. Können wir abhaken für diese Folge. Der ist direkt mal durchs Bild gefahren. Dann habe ich hier auch auf der linken Seite im Kreisverkehr noch diese Einfahrt-Verboten-Schilder, wenn man die vielleicht so nennt, aufgestellt. Auch das sieht man sehr oft oder möglicherweise auch immer in dem Kreisverkehr. Für die ganz Doofen.
Und so haben wir hier einen ganz netten Schilderwald aufgestellt rund um diesen Kreisel. Und ich finde, es fügt sich alles ganz gut ein. Kreisverkehre finde ich sowieso immer eine schöne Sache, kann man thematisch immer nett gestalten. Haben wir auch schon einige Folgen dazu gehabt. Zum Thema Kreisverkehrgestaltung. Und ich werde auch heute nochmal ein bisschen was zeigen zu anderen Kreisverkehren, die ich gebaut habe. Verschiedene Gestaltungsweisen. Hier sieht man jetzt, oder konnte man gerade auch nochmal gut erkennen, diese kleinen Pöller mit der rot-weißen Markierung. Dann haben wir hier noch ein Eurocity einfahren und auch hier sehen wir einen weiteren Kreisverkehr. Ein bisschen anders gestaltet, da gab es auch eine Bastelfolge. Ich habe ihn lediglich noch ein bisschen mit weiteren Verkehrsschildern aufgewertet und habe da auch nochmal ein paar von diesen Verkehrsinsel-Elementen reingestellt. Nur die Zebrastreifen habe ich mir gespart an der Stelle. Das ist doch ein bisschen recht viel Aufwand. Muss ich nicht immer machen. Aber sieht auch ganz nett aus. Vor allen Dingen hier mit der Trambahnbrücke, die sich hier so drüber spannt. Finde ich auch ein ganz cooles Setup. Für die urbane Gestaltung. Das Ganze auch schön in Nähe der Bahnlinie. Also hier sieht man immer relativ viel durch die Gegend fahren, ne? Auf allen Ebenen. Der ein oder andere Bus lässt sich immer mal wieder blicken. Bisschen Autoverkehr, die Trambahnen, die hier oben drüber fahren. Die Züge natürlich. Da lassen sich immer ganz nette Szenen einfangen. Die Kirche, ja, da hatten, also als ich die gebaut habe, da gab es ja auch eine Bastelfolge, haben tatsächlich auch einige Leute angemerkt, dass es halt schon für so eine Kirche, was ja eher ein ruhiger Ort sein soll, ganz schön nah an den Bahngleisen, das stimmt natürlich, ja, meine Güte, aber es ist halt, ich sag mal, es ist historisch gewachsen. Dann haben wir hier so eine Stelle, die habe ich auch vor kurzem erst noch ein bisschen weiter gebaut, ist vielleicht auch noch nicht ganz fertig, aber schon gut genug, um es mal filmen zu können. Bastelzeitraffer wird dann noch irgendwann nachgereicht. Das möchte ich eigentlich zusammenfassen mit der Eisenbahnbrücke, die ihr im Hintergrund seht. Und die ist halt erst nur, ja, sagen wir mal, zu so einem Drittel fertig. Da wird Regionalverkehr drüber rollen, ein bisschen Fernverkehr wahrscheinlich auch aus der Stadt heraus. Vor allen Dingen aber auch die S-Bahn wird dort oben verkehren, beziehungsweise tut das schon, wie man sehen kann. Und wenn die Brücke mal fertig gebaut ist, die baue ich halt auch im Eigenbau, deswegen dauert das eine ganze Weile. Aber wenn die mal fertig ist, dann gibt es eben auch diesen ganzen Platz außen herum noch als Zeitraffer. All das, was ihr hier seht, rund um die Trambahnstation, da habe ich nochmal so ein bisschen Dekoarbeit drauf konzentriert mit den Telefonzellen und ein paar Werbetafeln. Notarzt, der hier gerade eine Pause macht und was da sonst noch so alles rumsteht. Einen Fahrradständer habe ich noch hingebastelt und so ein bisschen Kleinkram. Aber ich denke, ist auch ganz schnucklig geworden. Auf jeden Fall nette Szenerien. Relativ viel auch Individualverkehr unterwegs, also viele Autos. Es staut sich sogar einigermaßen hier bis zur nächsten Kreuzung runter, aber finde ich eigentlich ganz cool, endlich mal so ein bisschen mehr Verkehr drin zu haben und mal so ein bisschen den Anschein von, keine Ahnung, vielleicht Berufsverkehr oder so, dass einfach mal ein bisschen mehr los ist auf der Straße. Ja, und das ist schon ganz nett anzusehen, finde ich hier. Berufsverkehr, Autos stauen sich, oben rollt die Bahn drüber. Ist nicht so schlecht geworden. Hier unten die Szenerie auch da, das wird es komplett als Zeitraffer geben. Auch so ein bisschen Ausgestaltung der Flächen zwischen der Straße und dem Trambahnverlauf. Hier mit auch nochmal so ein kleines Restaurant mit ein bisschen Außengastronomie. Bereich und alles ein bisschen begrünt mit Blumenbeeten. Und was ihr gerade schon so ein bisschen erkennen konntet, ich glaube, ich halte auch gleich nochmal drauf mit der Kamera, ist auch das, was ich schon öfter mal angesprochen habe. Hier so eine Polizeiwache ziemlich zentral gelegen, also Bundespolizei oder sowas. Irgendwas Größeres auf jeden Fall. Und auch da werden wir natürlich dann irgendwie ein paar Geschichten drumherum spinnen mit Polizeieinsätzen und dergleichen mehr. Kann man ja wunderbar mitspielen mit dem Thema. Hier links, das ist dann quasi die Einfahrt zur Bundespolizeiwache. Na, mit Kameras ausgestattet, wie man hier sehen kann, rechts im Bild Überwachungskamera. Das Ganze noch mit einer Schranke versehen. Dann hier hinten haben wir zum Beispiel auch eine exklusive Trambahntrasse, also auf der Straße dürfen keine Autos fahren. Hier nochmal ein bisschen rund um diese Eigenbaubrücke gefilmt, die noch irgendwann fertig wird. Alles schon so ein bisschen mit Werbetafeln ausgestattet, Verkehrsschilder aufgestellt. Hier sieht man auch gerade ein Polizeifahrzeug, kommt von der Patrouille, von der Streifenfahrt zurück
Und ich habe hier sogar ein passendes Werbeplakat gefunden, habe ich hier direkt noch mit dran gehängt. Und oben, da so ein bisschen erhöht gelegen, ihr seht ja selbst, das ist halt quasi so der, wie sagt man, Kasernenhof, Innenhof der Polizeiwache. Viele Garagen noch für die ganzen Gerätschaften, ein paar Werkstätten und halt so die Verwaltungsgebäude und was man eben so braucht für eine Polizeiwache. Aber ich denke, mit ein bisschen Fantasie kann man da schon durchwinken. Genau, dann haben wir hier nochmal ein paar größere Aufnahmen. S-Bahn-Betrieb, einfahrende Züge, ausfahrende Züge. Und ich glaube, man kann sagen, Enzbruck wächst und gedeiht. Leider sehr langsam, ist halt wesentlich aufwendiger, wenn man so eine doch relativ detaillierte Stadt baut mit vielen kleinen Objekten und so weiter. Aber so Step by Step tut sich dann doch immer wieder ein bisschen was. Ausfahrender Schweizer Kollege hier Eurocity-mäßig unterwegs. Am Einfahrsignal IC79. Ein Güterzug fährt ein. Ist doch immer ein bisschen was geboten hier. Naja, und ich habe einfach noch ein paar weitere Stadtperspektiven mit reingenommen, weil Enzbruck hatten wir doch, kam ein bisschen zu kurz, finde ich, in den letzten Wochen und vielleicht sogar Monaten. Deswegen machen wir es heute ein bisschen umfangreicher, ein bisschen länger die bewegten Bilder. Mit verschiedenen Perspektiven. Es gibt auch mindestens nochmal einen größeren Spoiler, wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe. Ja, und generell, glaube ich, kriegt er nochmal einen ganz guten Eindruck über den Ist-Zustand in Enzbruck. Natürlich noch viel Unfertiges, viele Bereiche, wo die ganzen Details noch fehlen, viel grüne Fläche noch, viele Baustellen, die ich mal eröffnet habe oder in Planung habe und so weiter. Viel Tramverkehr, was auch gefragt wurde, ob noch modernere Trams, da kam ja neulich so ein Paket von Eisfeuer, glaube ich, ist erschienen, kommt auch noch alles auf die Karte, früher oder später, ganz klar. Also Trambahnen werden wir einfach alles Mögliche noch durch die Gegend fahren lassen, was so erhältlich ist. Da gibt es keine Einschränkungen. Hier nochmal ein bisschen so der Blick. Das Ufer entlang, da hat sich ja auch schon einiges getan. Sind aber auch noch einige Lücken drin, wie man sehen kann, auf der rechten Seite. Aber es wird alles noch ordentlich einbetoniert hier. Und mit relativ vielen Brücken überspannt. Und am Ende, glaube ich, wird das eine ganz stimmige Geschichte hier. Im Hintergrund kann man auch ganz gut erkennen hier die große Fußballarena. Ja, die wird auch noch eine S-Bahn-Station bekommen. Nebenbei bemerkt, hier an der Ecke quasi, da halte ich auch gleich nochmal drauf, wo praktisch der kleinere oder ein bisschen schmalere Fluss abzweigt, habe ich mir schon ein bisschen was überlegt. Hier, ich glaube, das ist die Siegessäule, oder? Gibt es auch im Steam-Workshop, da gibt es ja viele Monumente. Da habe ich auch schon mal angefangen, das Ganze so ein bisschen schicker auszugestalten. Auch dazu wird es natürlich eine eigene Bastelfolge geben. Dann haben wir hier nochmal einen weiteren Kreisverkehr, den ich vor längerer Zeit mal gebaut habe. Und lassen mal den Blick so ein bisschen über die Stadt schweifen. Mit dem Hauptbahnhof im Blick. Was ich eigentlich noch sagen wollte zum Thema Arena, die wird auf jeden Fall noch eine eigene S-Bahn-Station bekommen. Das wurde auch ein paar Mal vorgeschlagen. Finde ich auf jeden Fall eine super Idee, bietet sich ja förmlich an. Also werden wir auf jeden Fall mit aufnehmen. Das war, glaube ich, der erste Kreisverkehr, den ich gebaut habe. Da gab es auch eine eigene Bastelfolge dazu. Wer sich das nochmal anschauen will, war relativ am Anfang. Und hier nochmal ein paar weitere Perspektiven von anderen Richtungen auf den Hauptbahnhof gefilmt. Auch alles auf einem guten Weg hier, die ganze Geschichte, denke ich mal. Viel Brücken- und Dammbau hier, viel im Eigenbau umgesetzt. Die Unterführung hier, beziehungsweise halt die Eisenbahnbrücke. Nette Zugbegegnungen. Dreimal dasselbe Auto hier gerade hintereinander gefahren, in derselben Lackierung. So, und die 103 hatten wir auch schon lange nicht mehr im Fokus. Dann halten wir da auch nochmal kurz mit der Kamera drauf. Die Königin der Schiene wurde sie einst genannt. Toll, super schöner Zug, finde ich. Einer meiner Allzeit-Favoriten. Naja, und dann bleiben wir noch ein bisschen an den Bahnanlagen, denn Eisenbahn kam ja jetzt auch bislang so ein bisschen zu kurz. Halten wir noch mal ein bisschen drauf hier mit der Kamera.
Doppelpaket 151 in Chromoxidgrün. Kommt eingefahren. Mit relativ viel Gewicht am Haken. Regionalbahn Richtung Sommerau etc. fährt geradeaus. Und ein paar weitere Szenerien rund um die Gleise hier am Hauptbahnhof in Innsbruck. Die rangierende 218er. In meiner Lieblingslackierung. Ja, schon eine verdammt schicke Lok. Sehr schön, dann haben wir hier einfahrend Karlsruhe Kopf voraus und geschoben von der V200. Einfahrt in Innsbruck Hauptbahnhof, ein paar Silberlinge. Ah, die werden auch nicht langweilig, finde ich. Silberlinge gehen immer. Und der nächste Kandidat, Güterverkehr. Doppeltraktion 112. Weiß ich gar nicht, ob ich die schon gezeigt habe, ehrlich gesagt. Habe ich auch erst vor kurzem mal irgendwann auf die Schiene gebracht. Ist ja auch von einem, ich glaube, von einem privaten EVU, sagt man, glaube ich, Eisenbahnverkehrsunternehmen. Mit so einer Sonderlackierung, miete mich. Ihr Zug, unsere Lok. Und jede Menge Container am Haken. Schlängelt sich hier hinein. In der Gegenrichtung steht schon die 155, 138-1 von Railpool bereit am rot zeigenden Ausfahrsignal und wartet, dass die Strecke frei wird. Ja, ist immer ganz ordentlich Betrieb hier mittlerweile in Innsbruck am Hauptbahnhof durch die ganzen Linien, die im Laufe der Zeit so dazukamen. Die V200 fährt wieder aus, hat Kopf gemacht. Jetzt Lok voraus. Und aus der Gegenrichtung kommt auch direkt schon wieder ein bisschen was eingerollt. Also ich habe hier ziemlich nahtlos gefilmt, ohne zwischen den einzelnen Sequenzen irgendwie großartig warten zu müssen, weil einfach ständig Züge aus- und einfahren. Also das ist schon sehr zufriedenstellend hier. Ein alter Bekannter hier, 1044 in Doppeltraktion. Auch mit einem der längsten Züge am Haken. Und einer Schublok hinten dran. Und auch der schlängelt sich hier ganz gemächlich hindurch. Wunderbare Maschine. Und auch die Güterwagen sehen wirklich verdammt gut aus. Die ganzen Containerwagen aus der Mod-Werkstatt. Top Rollmaterial. Hier noch ein bisschen so die Dachaufbauten zu erkennen gewesen. All die schönen Details. Vieles davon kommt oftmals einfach zu kurz. Ja, und wie ihr sehen könnt, das sind ein paar Meter, was er da hinter sich herzieht. Der Transalpin hat Ausfahrt. Innsbruck Hauptbahnhof geht auf die Strecke Richtung Reichenbach runter. Auch schon länger nicht mehr im Bild gehabt. Zeitgleich fährt ein Regionalzug ein von der ÖBB mit 1144 bespannt und die 155 hat jetzt auch gerade in dem Moment Ausfahrt bekommen, als der andere Güterzug die Gleise freigemacht hat. Also es geht einfach raus und rein. Zug um Zug, immer viel Verkehr. Das funktioniert schon alles gut. Und der nächste Güterzug rollt hinein Richtung Innsbruck. Kommt kurz zum Stillstand am Einfahrsignal. Die 155 fährt aus.
Ah, das passt schon alles, oder? Das sind alles gute Perspektiven. Schön viel Verkehr. Fährt alles durch die Gegend mittlerweile. Auf der Straße alles, was es so gibt. Von kleinen PKWs bis zu 40 Tonnen. Busse, Trambahnen und der ganze Zugverkehr. Das hat sich alles wirklich einfach schön entwickelt, finde ich. Auch hier so die Bahndammgestaltung ist mittlerweile ganz zufriedenstellend. Tue ich mich immer ein bisschen schwer, wenn man halt so über eine längere Strecke einfach einen erhöhten Bahndamm durch die Stadt durchzieht und das Ganze mit einer Brücke versieht. Ist immer ein bisschen schwierig, das auszugestalten, finde ich. Aber hier ist es dann doch ganz gut gelungen. So, und der macht sich auf Richtung Sommerau und darüber hinaus. Und der Messzug lässt sich auch mal blicken da im Hintergrund. Okay. Dann kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Nächste Folge gibt's dann. Geht's auf die Autobahn. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.